Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Ja, in der letzten Folge haben wir ja das erste Mal eine Beute erhalten. Ich glaube, wir sind immer noch fest am Bauen. Hier ja genau, an unserem weiteren Teil unseres Gasthauses hier, unserer Taverne. Wir sind ja mittlerweile relativ self-sustaining, würde ich sagen, kostenlos und kostenlos. Bevölkerung zu Bürgern und... Was, die sind alle noch nicht... Oh, fuck, das ist teuer. Zack. Ja, ich kann mir nicht mal alle leisten. Huch. So ein Zufall, dass ich mir nicht alle leisten kann, so aufs erste Mal. Hm. Wieso bloß? Ja, wieso denn nur? Alter, ich darf nicht solche Töne machen. Das ist so unangenehm für den Hals gerade. Boah. Ach, da wohnen jetzt noch ein paar. Die wohnen echt an jeder Ende und in jeder Ecke. Der Weg stirbt mittlerweile aus, dank unserer Eisenproduktionsleinen. Und ich glaube, wir haben auch immer noch relativ viel Eisen auf Lager, oder? Ja. Genügend. Und es geht eher die Kohle aus. Ja, uns geht voll die Kohle aus. Könnt ihr mal da unten ein bisschen produzieren? Dann muss ich da von euch noch extra einen herbauen. Dann könnte ich hier noch einen hinlocken, oder? Mal bauen. Hier war noch irgendwo die Köhlerei, oder? Die Köhlerei, da ist noch. Die setzen wir schön hier hin. Zack. Die produziert uns dann noch mal ein bisschen mehr Kohle, ne? Da haben wir schon ein bisschen was wieder geplant. Was ist das hier? Ah, ein Wohnhaus. Die ziehen auch immer mehr raus hier. Aber ist... Also, wie groß mittlerweile es eigentlich schon ist, wenn man sich so überlegt. Lecco mio. Und wir wachsen und wachsen und wachsen hier weiter. Und 253 plus. Easy. Jans, Jans, easy. Aber das Witzige ist ja, neben dem, was meine Stimme vollkommen im Arsch ist, schwebe ich eigentlich vollkommen auf Wolke 7. Mein Leben ist gerade so wie. Keine Ahnung, ich finde, es ist einfach gerade irgendwie so. Auch neben Corona voll gechillt und perfekt. Es läuft eigentlich alles so, wie man sich das träumen könnte. Klar, es kann immer besser laufen, aber man muss mit dem zufrieden sein, was man hat. Und darüber auch happy sein. Und ich bin sowas von happy mit meinem Leben aktuell. Oh, die sind alle verletzt. Ungute Sache, du. Ungut, ungut, ungut. Schreibt mir in die Kommentare, wie läuft bei euch so gerade in der Corona-Zeit euer Leben? Ist es auch immer noch, ist es auch gut oder ist es eher, können Sie sich was ändern oder was denkt ihr aktuell davon? Ist euer Leben nicht, läuft euer Leben gut, ne? Mit Corona. Ich glaube, Corona hat sogar einiges wieder verändert in unserer Welt. Das müssen wir auch wieder so sehen. Corona hat einiges verändert. Durch das ganze Zeug, was mittlerweile passiert. Und ich glaube, auf der einen Seite hört sich's böse an, aber es ist wieder auch gut, weil doch der Mensch wenig einsieht in seinem Leben. Und ich glaube, nur mit durch diesen Schlag in die Fresse von der Erde können wir wirklich, oder hat die Menschheit mal kapiert, dass sie nicht unbedingt die Herrscher der Erde sind. Wenn man so schön sagen kann. Ein Herr bittet mal wieder um eine Audienz. Du willst 20 Fische, wie viele Fische haben wir denn? Da scheint genügend zu haben. Ich würde es mal gern für den Klerus. Ich hätte gedacht, wir haben genug Fisch. Ich darf nicht solche Geräusche machen. Das ist nicht gut für die Stimme. 100 Bier auf Lager. Oh. Leute, wir brauchen mehr Fisch. Zack, 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 zack. Kommt hier. Zack, 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 zack. Raus mit euch. Fisch die Suppe leer. Warum unbedingt mehr Waren? Du bist für die Eisenproduktion zuständig. Du bist für die Werkzeugproduktion zuständig. Da habe ich jetzt extra zwei von gebaut sogar. Ne, in Zeit der Eisenschmelze ist das. Au. Ah, okay. Weil wir wahrscheinlich hier... Ich habe noch Eisen drin, aber es fehlt halt... Die Kohle ist halt echt das Problem, ne? Tut mal... Oh Gott, wir haben gar nichts mehr. Wir haben absolut nichts. Handel ich das Zeug eigentlich noch? Handelswaren? Nee, kaufe ich natürlich nicht mal. Ich kaufe. Wir brauchen das, Leute. Die Musik macht gerade so voll den Terror. Mach jetzt, komm jetzt, du jetzt, komm jetzt.
ruhig, Musik, alles gut. Ich glaube, ich hab's euch eh wieder runtergeht, aber mir dröhnt das gerade ins Ohr so richtig so. Jetzt hat. Komm schon, tu was. Au. Allgemein. Alter, wie viele Mitarbeiter kann ich eigentlich zuweisen? Auf jeden Fall. Ich kenne wahrscheinlich keinen Fan. Alter. Ich muss gerade die Musik runterdrehen. Das wird mir gerade zu laut, eiskalt. Das wird mir gerade viel zu laut im Ohr. Aua, das tat weh. Schwerter für euch, Schwerter für euch, Schwerter für euch. Schwerter für dich, Schwert für dich, Schwert für dich, Schwert für dich. So, perfekt. Jetzt haben alle Schwerter. Wir haben halt noch voll viele Verwundete. Alter, der hat Stärke 24. Heio. Wenn du dir die anschaust und dann wieder die ungeübten Schweinchen Dickster. Ja, ich kann den Fisch abliefern. Jawohl. So gefällt mir das. Wie geht's hier voran? Ja, wir haben halt nichts. Wir haben auch kein Holz mehr auf Lager. Wir brauchen Platz für eine Holzproduktion, eine riesige. Aber wo soll man denn die hin platzieren? Ich würde ja für diese Insel tendieren. 1, 2, 3, 4, locker 4 Stückchen Land, oder? Warte mal, schauen wir nochmal. Nee, das ist. Nee. Ich sehe, wie gesagt, da nichts. 1, 2, 3, 4, 5 wahrscheinlich sogar. Wir könnten natürlich hier uns auch reinkaufen, ne? Eine Brücke. Das ist ja bestimmt cool. Eine Brücke rüberbauen und einiges drum und dran machen, hm? That could be interesting, I would say. I would say it could be very interesting for us. Vor allem, wir können hier das Gebiet, den Holzfäller und alles raushauen, das alles nach da drüben setzen. Und dann haben wir da drüben wirklich Ruhe von allem. Und wir könnten hier die Fische ansiedeln. Dann tun wir die Fische da weg, wir können da Häuser hinsetzen. Das ist vielleicht echt gar keine doofe Idee, jetzt mal ganz ehrlich, aber wir zahlen halt immer mehr Steuern. Dann kaufen wir uns erstmal simpel ein. Oh, uns fehlt die Kohle gerade. Geld kommt zu mir. Gib mir Gold. Gib mir Money. So. Ich baue nicht erstmal hier ein bisschen Gebiet, damit ich das wirklich planen kann. Vor allem das Eck auch. Ich will noch mindestens 2 insgesamt. Ich weiß zwar nicht, wie hart sich das auf mich auswirkt auf einmal, aber jo. Wir müssen hier auch die Brücke auch noch rüber planen. Ich will gerade eher, ob wir da daraus eine Steinbrücke machen. Weil wir mehr Steine haben als alles andere. Komm, wir machen eine Steinbrücke. Wir haben den Luxus. Wir haben den Luxus einer Steinbrücke, dann bauen wir eine fucking Steinbrücke. Let's do this. Alles lohnt sich ja fast gar nicht. Pass auf, jetzt tun wir hier noch so ein Holztor in die Mitte. Das ist. Jo, genau, wir machen hier Werbebanner in große. Links, rechts, nach vorne. Ach komm, das machen wir jetzt einfach, weil es funny ausschaut. Es hat keinen anderen Sinn, außer dass das einfach fucking witzig ausschaut. Ja, das kostet einige Steine. Und ein bisschen Holz bauen. Bis dahin haben wir wahrscheinlich auch wieder genug Geld für jeden anderen Scheiß. Was ist denn hier low? Mein Arbeitsplatz ist vollgestopft. Oh. Wir haben wahrscheinlich zu viel Käse. Neue Militärmission verfügbar. Oh, das hört sich doch gut an. Oh. So, wie geht's in meiner Armee? Teilweise immer noch 2, 3 verwundet. Vollständig mittlerweile ausgebildet. Großteils ausgebildet. Ich würde noch warten. Ich würde nicht gerne mein ganzes Heer mitnehmen. Vor allem müssen wir eigentlich mehr Platz für Gold schaffen. Das wäre, glaube ich, das Schlauste. Sonst kriegen wir da und Kohle und wir können damit nichts anfangen. Hier müssen wir vielleicht auch noch dann eine Brücke rüberbauen. Einfach, dass die relativ flott diesen Weg hier rein haben, anstatt. Obwohl, so ist auch relativ flott. Aber überleg mal, wenn wir dieses Eck hier mit
Fischern voll waren, dann geht's hier nur so wie Maschinengewehr ab. So richtig zack, 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 zack. Arbeitslos, 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 arbeitslos. Alle befördern. So, jetzt gibt's auch keine Bürgerliche mehr. Jetzt können es höchstens nur noch Bürger werden. Jetzt ist halt die Frage, gibt mir irgendwann das Essen. Oh fuck, da dran hab ich gar nicht gedacht. Ja. Mein Mikrofon ist gerade gekommen. Ja, ups. Ich habe über eine Sache nicht nachgedacht, ne? Das ist der erhöhte Verbrauch von Bekleidung. Fuck, wir gehen aus dem kleinen... Nein! Nein, 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 nein. Die Taverne steht, warte mal. Bedeutet, wir können jetzt hier, wir haben hier die Küche und können jetzt hier zum Beispiel einen Aufenthaltsraum machen. Hier ist Größe 12. Ermöglicht es euch, einen Gerichtsvollzieher zu benennen. Punkt von Gebäude 8 verstärkt die Wirkung durch 80%. Nee, wir machen hier nochmal einen richtig schönen Aufenthaltsraum rein. Und rein theoretisch müssen die doch jetzt an Essen kommen, oder? Das Zeug muss uns endlich mal positives Einkommen machen hier. Oh. Geh nach da. Bist du überhaupt reingegangen? Ja, da kommt jemand. Nee, das war der Koch, Mann! Also ist ja nicht so, als ob ich große Sorgen hätte, aber ich glaube, uns geht irgendwann mal die Kleidung aus und wir brauchen viel mehr Schäfer. Vielleicht wäre es doch... Obwohl, wir können hier voll viel Schäfer eigentlich hinsetzen auch, ne? Also wie schaut es denn jetzt mal bei unseren Wollevorräten aus? Wo sind denn unsere Wollevorräte? Das war die nächste Frage. Null Wolle. Ah, dafür 100 Stoffe. Also liegt es immer noch daran, dass wir zu wenig Kleidungsmacher haben, oder was? Schneider. Dann müssen wir offiziell nochmal einen Schneider bauen, aber ich werde trotzdem zur Sicherheit noch einen Schäfer danach setzen. Hier nochmal so ein Arbeitsbüro rein und dann brauchen wir hier noch einen Schäfer. Wo war denn jetzt wieder? Jetzt habe ich wieder Schäfer hier noch doch. Was kommt denn da hin? Ah, da bauen sie. Oh, scheiße, die bauen hier Wohnungen. Ich habe es ja für Wohnungen auch ausgeschrieben. Oh fuck, da war ja was. Und weiterhin ist für Wohngebiete aus. Oh Gott, bis dahin? Ja, okay, weiter sollte es vielleicht auch nicht gehen. Machen wir hier wieder zu und dann kommen hier wieder Arbeitsflächen hin. Sollte ja gut gehen. Wir machen heute immer noch plus, trotzdem plus 300. Das ist super. 94%. Wir haben nicht genug Kirche? Ah! Kleidung fehlt uns. Alles fehlt uns. Allgemein bearbeiten. Dichter hingesetzt, ne? So. Baubeginn. Das wird alles so schweineteuer. Allein die Brücke kostet uns tonnenweise. 300 Stein! Wer hat 300 Stein in seinem Leben? Alter! Ich hätte hier drüben Steinressourcen. Wisst ihr, was der Witz dran ist? Dafür brauche ich eine Brücke. Ah! Hackt schneller Stein, Jungs. Ich muss fürs erste Mal niemanden mehr befördern. Die können mich alle mal gern haben. Und hier arbeitet noch niemand Steinhauer. Ich krieg einen Anfall, ey. Jetzt arbeitet hier noch niemand ein Holzfäller, oder was? So, diesmal geht's ans Volk. Okay, 94%. Warum? Weil zwei haben nicht genug Platz in der Kirche. Zwei fehlt es an Wohnungen, wie ich das verstehe. Und 18 fehlt es an Kleidung. Oder die Kleidung ist halt echt gerade das fucking Problem. Es ist beides fast auf null. Wer ist denn für die Lagerung der Kleidung zuständig? Seid das ihr?
Ihr kriegt hier offiziell noch einen Arbeitsplatz. Und noch einen Arbeitsplatz. Ihr seid wichtig. Ihr müsst hier hackeln können ohne Ende. Das muss jetzt hier rattern wie sonst noch was. What? Ich kann mir einen Handelsbonus holen. Nice. Was der mir bringt, absolut keinen Plan. Aber hey, ich habe. I would say, ich habe. Ich kann mir eh bald wahrscheinlich alles freischalten. Mir fehlen nur noch die 10 Bürgerliche. So. Ja, die Brücke, die hat schon mal ein Holzfacettchen, aber die Steine stehen immer noch nicht, weil da brauchen wir halt viele Steine. Wie viel haben wir mittlerweile? 108. Oh, es fehlt an Essen jetzt auch schon. Nein, das ist nicht gut. Kannst du gar nicht gut. Also wir brauchen so schnell wie möglich dich hier. Wie schaut es eigentlich mit unserem Köhler aus? Steht der mittlerweile? Ja, der steht sogar. Aber dann kommen wieder neue Leute rein. Da kommt noch ein Schäfer hin. Jetzt müssen die aber erstmal den Schneider machen. Wie schaut es denn mit unseren Leuten? Ah, das ist die falsche Tab, ne? Ah, die schauen alle gut aus. Jetzt nehmen wir uns eine schön schwere Mission. Weit entfernt, schwer. Mission anzeigen. Bereite meine Truppen vor und entsende sie sofort. Akzeptierte Mission. Freie Bewohner. Da schicken wir einfach jetzt mal ein paar Soldaten. Erfolgswahrscheinlichkeit mittel. Jetzt ist er hoch. Ich finde es witziger, wenn wir alle senden, weil dann kriegen sie alle so ein bisschen waschen Erfahrung. Erfolgswahrscheinlichkeit extrem. Wir schicken unser Heer, sie müssen leveln. Senden! Unser ganzes Heer rückt jetzt aus. Das wird witzig. Seid ihr ready? Wo kommen sie denn? Wo laufen sie denn lang? Wo sind sie denn? Da. Ich will davon einen guten Shot kriegen. Wo laufen die denn hin? Brauche einen guten Shot von euch. Hier kriegt ihr. Kriege ich euch bestimmt gut auf Kamera, oder? Und. Schuss, 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 Schuss. Fotoshooting 2.0. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.